Moin, meine Lieben, willkommen bei Blood and Brain Digital und einem weiteren Snacken durch. Oh, ihr habt gar keine Ahnung, wie oft ich das heute schon gesagt habe. Obwohl doch, wenn ihr so ein bisschen die Snacken durch verfolgt jetzt da, die letzten, dann wisst ihr schon, wie oft ich das heute schon gesagt habe. Und das wird auch heute nicht das letzte Mal sein. Ja. Weil die Zeit drängt. Das Steam Sommer Gaming Event geht ja nur eine knappe Woche. Und ja. Da muss ich natürlich schon eine Menge von abarbeiten. Und einige Demos dauern halt länger als andere. Und dann gibt es noch die, die erst noch erscheinen. Und. Ja, das ist alles so. so viel. Es ist so viel und so wenig Zeit. Aber bisher bin ich mit der Ausbeute, sag ich mal, was ich gesehen habe, was ich probiert habe, sehr zufrieden. Und ja, da ist schon der ein oder andere Titel bei, den wir auf jeden Fall, wenn er denn erscheinen wird, auch durchzocken werden oder zocken werden. Ich bin jetzt mal nicht so mutig und sage, dass wir die durchzocken werden, weil man weiß ja nie, wie das so ist. Aber wir werden die auf jeden Fall zocken. Es sind einige coole Titel bei schon. Und ja, jetzt habe ich mir Equinox ausgesucht. Ich nenne es Equinox. Das heißt eigentlich The Equinox Hunt, aber ich denke, es wird sich früher oder später dann einbürgern, dass alle nur Equinox dazu sagen werden. Grob zusammengefasst, das, was ich aufgeschnappt habe, ist, wir wachen in einem Wald auf, in einer Hütte, oder auf einer Insel, oder irgendwie sowas, also auf irgendeinem Ort, den wir nicht kennen, und wir sind die Beute für so eine Gruppe von Sektenleuten, irren Jägern. Ich weiß es noch nicht so genau. Vielleicht wird es in der Demo erklärt, vielleicht auch nicht, ne, weil die Sache jetzt in dem im Sommer Game Event hier ist auch, dass viele Demos, die rauskommen, sind im Grunde noch eine totale Alpha oder sowas. Ja, aber natürlich nutzt es jetzt jeder, der in dem Spiel arbeitet, bam, eine Demo rauszuhauen oder eine Testversion oder was weiß ich was. Weil jetzt wirst du gesehen, jetzt ist die Chance da. Später, wenn das hier zu Ende ist und dann die AAA-Titel wieder dominieren, denn als Indie-Entwickler musst du denn halt schon irgendwie wieder schon einen Namen haben oder du musst ordentlich was vorweisen können. Ne? So vielleicht direkt in Early Access oder so ein Käse. Aber so als kleiner, sag ich mal, der irgendwie, so wie jetzt zum Beispiel das Evil Star Studio, habe ich noch nie von gehört. Also denke ich mal, das wird Equinox wird ihr erster großer Titel sein. Vielleicht haben sie vorher schon andere Titel gemacht, mag sein, ne? Aber dann waren das halt nie so die Dinge, die groß aufgeploppt sind. Die unterm Radar durchgeschwommen sind oder was weiß ich was. So genau wie Equinox wahrscheinlich nie großartig aufgetaucht wäre. Hätte wahrscheinlich nie einer von uns gesehen. Außer du gräbst in den Tiefen von Steam oder in irgendwelchen Indie-Foren. Und selbst da musst du für manche Titel schon weit unten graben, ne? Jetzt ist gerade so der Moment, wo du scheinen kannst. Und dementsprechend wird es natürlich hart genutzt, ne? So alle hauen irgendwas Spielbares raus. Und ich denke, wenn ich Twitter und so weiter verfolge, die ganze Indie-Szene und alle, die so dranhängen, allgemeine Videospielszene, ist das gerade ein super Gewinn für alle. Es ist ein super Gewinn für alle. Es wird viel diskutiert. Viele von diesen kleinen Entwicklerstudios machen Posts und sagen: Oh wow, allein heute 300 neue Follower auf Twitter und wow, und die Demo schon tausendmal runtergeladen und dies und jenes und Anfragen und Interviews und wow. Also, das Ding, dafür, dass es nur eine Woche ist, ist so ein heftiges Ereignis, was echt die ganze Indie-Game-Szene oder Videospielszene immer völlig umkrempelt. Ne? Dieses Jahr noch heftiger als letztes Jahr. Was einfach mit daran liegt, auch dass dieses Jahr ja so keine Messen stattfinden. Wir wissen alle halt warum. Dementsprechend sind halt noch mehr Leute eigentlich da, die sich das Ganze angucken können, die das Ganze testen können und so weiter und so fort. Weil sonst musst du ja für so eine Indie-Titel meistens auf irgendeine große US-Messe oder sowas. Und die kannst du dir dann da halt an einer ewig langen Schlange stehen und dann kannst du sie mal testen für 10 Minuten oder sowas. Aber jetzt mussten ja quasi alle umschwenken auf den Online-Dienst, sag ich mal so. Dementsprechend erreichen sie aber auch viel, viel mehr Leute. Also man kann sagen, was man will, ne? So, diese ganze Scheiß-Corona-Geschichte, die sorgt gewaltig für ein Umdenken. Und in vielen, vielen Unterhaltungsbereichen halt, ne? So, in vielen Unterhaltungsbereichen auch. Und auch, was Videospiele angeht, ne? Was Demos angeht, was Livestreams angeht, was Messen allgemein und so weiter angeht, was Vermarktung angeht und sowas. Das ist ein heftiges Ding, ja, was in den nächsten Jahren noch viel, 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 viel mehr wird.
Kann man jetzt natürlich darüber diskutieren, ob das nicht schon längst hätte passieren müssen, eigentlich, oder sollen, damit halt auch die Kleinen viel mehr Chancen haben. Aber gut, ja. Jetzt reden wir über was völlig anderes. Wir wollen über Equinox reden. Also, Equinox. Gut, ich werde jetzt noch direkt starten hier. Meine Güte, jetzt habe ich schon wie lange? 5 Minuten gesammelt hier und tut mir leid. Also, ich werde jetzt direkt mal ins Spiel starten. Zack. So. völlig mitreißen lassen von der ganzen Geschichte jetzt gerade hier. Aber ja, es ist ja nun mal so, ne? Es ist halt. Eine gewaltige Umschichtung von einfach allem. Und das Sommer-Event jetzt gerade ist halt nur der. Ist halt ein krasser Beweis dafür, dass es halt so ist, ne? So, New Game. Okay, also in der Nacht des Equinox wird halt einer ausgewählt, der, an der Jagd teilnehmen wird. Als Beute halt, ne? Okay, gut. Da sind wir. Ich hoffe, es ist nicht zu laut, weil das eines dieser Spiele, Alpha-Demos, wie auch immer, wo man halt Sound und so nicht einstellen kann. Deswegen hoffe ich mal, dass es hier nicht völlig losballert mit Musik oder sowas. Vielleicht, wenn doch, sorry. Okay, ich bin verletzt. Ich soll meine Wunde heilen. Na gut. Ist hier irgendwas? Was? Links und rechts? Ja, finde einen Weg. Okay, ja. Ist hier irgendwie... Können wir irgendwas anklicken? Nein, das ist scheinbar unser Sichtfeld, das was so hell ist. Aha, was ist das? Achso, okay. Aha. Okay, gut. Man steuert das mit Maus und Tastatur. Zoomen ist nicht. Puh, ich weiß, Stacheln hier. Ah, sehr schön. Ja, die Stacheln und alles, die blockieren auch das Sichtfeld. Das ist schon mal sehr cool. Oh. In den Büschen verstecken. Ah, okay, hier. Sind das so komische Büsche eigentlich? Können wir ranzoomen? Können wir ja nicht. Ne, hatte ich schon versucht, ja. Aha. Man sieht uns nicht. Okay, gut. Die Büsche sind also scheinbar das ultimative Versteck. Gut. Oh. Ah, da, wenn wir da hingucken. Moment, das nehmen wir gleich nochmal. Da, dieser rote Kreis, der rote Radius. Das ist. Das Sichtfeld von denen, okay. Das heißt, wenn wir uns außerhalb bewegen, müssen wir uns nicht mal irgendwie im Dunkeln aufhalten oder verstecken. Da sehen sie uns einfach nur nicht. Okay. Cool. Ich schätze mal, der Radius, also die Reichweite von diesem roten Sichtfeld wird wahrscheinlich aber trotzdem abhängig sein von Helligkeit und sowas. Das heißt, wenn hier einer stehen würde, oder wenn wir hier eine Lampe vorgehen würden oder sowas, würde er natürlich viel größeren Radius haben. Also, vermute ich jetzt mal. Aber im Schatten und sowas ist auch nicht schlecht, okay. Okay, er fragt sich, ob die Beute den Außenposten erreicht. Da liegt was, glaube ich. Ja, okay. F gedrückt halten. Dann sammeln wir das auf, okay, gut. Aha. Rechte Maustaste gedrückt halten. Das ist der Radius, in dem wir. Achso. Ich verstehe. Wenn wir das jetzt hier hinwerfen würden, dann würden wir alle in dem Radius. Also, das ist der Lärmradius, den der Stein dann macht. Aha. Also müssen wir das so werfen, dass auf jeden Fall beide davon beeindruckt sind. Rechte Maustaste. Da oben sehen wir auch die Steine. 3 Stück haben wir von 5. Zack. Und jetzt drehen sie sich um. Ah. Interessant. Trotzdem aus dem Radius rausbleiben. Mhm. Ja gut, cool. Ist ja so ein Stealth-Game halt, ne? Okay. Ach, Rennen macht natürlich logischerweise Lärm. Mhm. Gut finde ich, dass der Lärm versetzt ist dann auch. Oh, da kommen Leute. Ach, scheiße, aber ein Schlüssel. You can use. Okay. Aha. Mit Q. Verbarrikadieren wir uns, heilen wir uns. Okay, verstehe.
Aha. Sind Sie hier reingekommen jetzt? Nee. Okay, das ist also der Außenposten. Unter dem Bett? Da ist ein Bett? Achso. Okay. Ah, da steht auch, wir können also, solange wir versteckt sind, kann uns auch nichts passieren. Das ist jetzt nicht wie in... Entschuldigung. In manchen Horror-Survival-Versteckspielen. Alien zum Beispiel, ne? Alien, das letzte, das aktuelle Alien-Spiel da. Versteckt sich im Schrank und ist trotzdem eine gewisse Chance da, dass er dich finden kann. So, ist besser. Trotzdem eine gewisse Chance da, dass er dich finden kann. Das gibt's hier scheinbar nicht. Du wirst einfach nicht gefunden, wenn du versteckt bist. Oder Jason, hier, Freitag der 13. Gut, da ist natürlich ein Spiel gesteuert, da ist Jason unterwegs, aber trotzdem. Interessant. Dann haben wir eigentlich ein Menü oder sowas irgendwie? Ne, ich glaube. Escape? Ne. Ich habe einen Frosch im Hals hier, oder was? Okay, erstmal den Außenposten untersuchen. Trotz allem. Sorry. Das ist gerade irgendwie irgendwas im Hals. Ah, eine Map. Also, Tab? Ah, hahaha. Tab ist immer so die Karte für eine Map, ne? Die Karte für eine Taste für eine Map. Meine Güte. Ist hier noch irgendwas? Ich will hier jetzt ja... Die sind ja abgehauen, glaube ich, jetzt. Lass mal gucken. No. Nein! Oh, shit! Oh. Sechs Monate später. Ein neues Opfer wurde ausgewählt. Shit. Ah, einen Moment, ich muss mal kurz hier. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Ich habe extra das Mikro ausgemacht. Ah, Mist. Okay. Aber neues. Da haben wir die Karte jetzt noch? Nee, schade, hätte sein können. Wir können auch nicht rennen jetzt, ne? Nee, das können wir wirklich erst, wenn das soweit ist. So ein Mist. Also die warten da unten, okay. Aber hatten die Pflanzen nicht eben... eine andere Farbe? Jetzt sind sie weiß? Aha. Waren die nicht eben orange? Weil das wäre schon eine ganz coole Geschichte, wenn das hier so eine Art Randomizer oder so geben würde. Oh, knappe Sache. Oh. Hups. der andere bleibt einfach stehen. So, ja. Huch. Oh, shit, ey. Oh. Einfach mal direkt erschlagen, den Jungen. Uns heilen. Zack, zack. Oh, da kommen die Schritte. Ach, guck mal, was hier noch alles liegt. Also, es gibt also scheinbar... Oh. Scheinbar doch einen kleinen Teil, der zufällig ist. Lootverteilung zum Beispiel. Und scheinbar auch das Verhalten der Gegner. Schon sagen. Ja. Gehst du bitte weg? Danke. Ja. Nee, hier. Weil jetzt haben wir doch einiges an den Sachen schon eingesammelt. Hier wird... Ja, also gibt es doch einen leichten Random-Faktor. Interessant. Jetzt kann ich die Karte nicht aufheben. Warum nicht? Hä? Ach so, okay. Ja, also habe ich sie doch schon eingesetzt? Komisch. Komische Nummer. Aber gut, ne? Es sind halt Demos. Da können schon mal Sachen passieren.
Weil ich dachte nämlich, ich hätte eben nämlich doch schon eine Karte aufgesammelt, da neben dem Bett, dachte ich, aber war mir jetzt unsicher, aber Pick up Scrap. Okay, was ist Scrap? Hier? Das? Aha. Okay, okay. Hold F to unlock a door. Ach so, ah. Oh, was ist das? Well, was ist das denn da? Soll das ein Feuer sein? Ich glaube ja. Okay, okay. Jetzt haben wir Scrap. Steuerung hier an manchen Stellen, ne? Bleiben wir, muss man sich dran gewöhnen. Aber ist jetzt nicht weiter schlimm. Ach, da. Okay, verstehe. Oh, oh, oh. Oh. Wir haben auch keine Waffe oder sowas, ne? Ich weiß gar nicht, ob es hier eine Waffe gibt. Können wir hier eine Waffe finden? Ha. Die Thematik an sich finde ich eigentlich schon recht cool. Ach, wir können auch den Stein werfen. Wir haben doch bestimmt einen Stein, ne? Ja, haben wir, okay. So, warte mal. Da, oder kommen wir hier raus? Okay, wir kommen auch hier raus. Ja. Rest the beacon. Press F and wait for 5 seconds. Save. Was? Hier? Hm? Hier? Das Ding? Ach so? Ach da. Achso, jetzt hat er gespeichert, nehme ich an, ne? War sehr mutig. Aber wenn wir jetzt gespeichert haben. Ist hier irgendwie was? Können wir jetzt, seht ihr irgendwas? Ne, wahrscheinlich nicht. Wenn doch, schreibt es in die Kommentare. Das sind Stacheln, das ist nicht so cool. Tab. Wir sind. Wir wollen zur Crossroads. Also wahrscheinlich. Hier sind wir gewesen. Sind wir jetzt zur Hütte? Da müsste ja gleich der Fluss da unten kommen. Sind das hier Steine? Ach, da unten. Oh, oh, achso. Hier irgendwo, naja. Genau, da müsste gleich da unten irgendwo ein Fluss kommen. Na, wo ist er jetzt? Ach, da. Okay. Okay, gut. Mutig, mutig. Schnell hier rüber. Avoid the trap. Watch out for traps. Okay. Bärenfallen. Miese Nummer. Was ist das denn noch? Das wäre so gewesen. Auch eine Falle. Pff, ah. Oh, oh. Okay. Oh. Alter, Alter, ich bin aber auch, ne? Mehr Glück als Verstand. Okay, die Frage ist. Er hat uns nicht getroffen. Hat uns nicht getroffen. Haut er jetzt ab? Wie viele Steine habe ich noch? 4. Was ist denn, wenn ich da einen Stein hinwerfe? Mal gucken, tritt er in die eigene Bärenfalle? Nee, ne? Sehr schade. Ich dachte, man kann ihn da reinlocken. Das geht bestimmt. Okay. Moment. Use a trap to stun the hunter. E. Ah, schau mal an. Ein Crafting-Menü. Schätze ich mal, was kostet denn... Okay, was ist das? Ein Rock. Ah, okay. Und dann... Aha, verstehe. Die Frage ist, wie locken wir ihn denn da hin? Moment.
Wir nehmen das nochmal mit, damit das hier aus dem Weg ist. So, müssen wir ja doch irgendwie... Wir gehen erstmal gucken. Ja, das steht ja genau vor der Tür. Ja, ja, okay. Ich meine, gut, wir können doch an ihm vorbeischleichen, ne, aber... Mal gucken, wie das jetzt geht. Okay. Hä? Aha. Wir wählen das aus. Ja. Und dann mit rechts. Okay. Und dann... Oh, shit. Oh, Gott. Lädt er jetzt an... wo lädt er jetzt ein? Lädt er unser Safecam ein, oder... Sind wir wieder in der Hütte? Müssen wir manuell einladen? Schissel. Achso. Okay. Aha. Ist der Typ denn noch da drin? Ja. Oh, wir haben alles verloren, was wir hatten, ne? Oh, das ist natürlich auch so eine Nummer. Was ist denn, wenn wir zurückgehen? Wo war denn die Tür? Hier. Was ist denn, wenn wir zurückgehen? Die Karte haben wir auch alles nicht mehr. Okay. Oh. Ein ganz schöner Stampf ins Feld, ne? Was macht denn der da? Okay. Ist er jetzt weggegangen? Nee. Das stimmt mit dem nicht. Wahrscheinlich müssen wir jetzt erst einmal hier hin. So, mal gucken. Damit er seinen normalen Ablauf hat, ne? Denk ich mal. Und jetzt wird er... Müssen wir kurz warten. Dann wird er wahrscheinlich resetten und sich nach unten bewegen. Also, vermute ich mal. Mal gucken. Er geht zurück. Und jetzt kommt er wieder und... Geht nach unten, schätze ich. Naja. Ja, gut. Ja, okay. Hier ist auch überall nichts, ne? Nee. Nee. Das heißt also, wir verlieren alles? Das heißt, wir verlieren alles bei einem Safe Game? Ich meine, wir hatten doch Sachen dabei, ne? Oder? Ja, natürlich, wir hatten ja die Map dabei und. Es ist alles weg, wenn wir sterben und dann wieder einladen? Das ist natürlich... Ob das so bleibt? Weiß ich nicht. Ein interessanter Titel, aber... Die Idee an sich, also die Idee an sich ist jetzt nicht unbedingt... Unbedingt brandneu, sag ich mal. Dass das nicht... Gab ja auch etliche Filme zu dem Thema schon. Es gibt ja auch jetzt aktuell irgendwie einen, heißt der nicht auch The Hunt oder sowas? Der irgendwie jetzt im Kino, ins Kino kommen sollte, im Kino war, denn doch nicht. Und ganz, ganz komische Geschichte da. The Hunt, irgendwie sowas. Das und, okay, das ist ein bisschen anders jetzt gerade hier, ne? Ach, guck mal an, hier sind wir gestorben. Hier liegen unsere Sachen. Oder die Sachen von unserem Vorgänger. Vielleicht ist das auch die Falle, die wir noch gesetzt, die er noch gesetzt hat. Das ist ja mal cool. Läuft er in die Falle oder ist das doof? Hm.
So geht das auch. Ja, das Feinsystem. Ich hätte die wahrscheinlich doch eher irgendwo hinpacken müssen, wo er quasi reinläuft, ne? Also man kann sie da wohl nicht reinlocken. Hide or Seek mit der... Ein Stein macht sie auch nur bewusstlos, ne? Ja. Hide or Seek oder Hide and Seek mit der Braut, die da in dem Landsitz ist und dann gejagt wird oder so. Das ist ja quasi so eine Art Versteckspiel, was die spielen. Auch sehr cool. Der ja auch noch sehr gut sein soll. Ich muss hier halt noch gucken. Aber das Poster fand ich schon ganz cool und optisch hat er ja auch was hergemacht und wirkte sehr unterhaltsam. So, aber wie gesagt, den muss ich auch noch sehen. Habe ich Bock drauf. Und, Get Out. Get Out. Klasse Film. Habe ich lange darauf gewartet, den zu gucken. Ich habe ihn im Kino halt verpennt. Und, dann kam er endlich auf Amazon Prime und da habe ich ihn mir da auch reingezogen. Und geiler Streifen, auf jeden Fall. Geiler Streifen. Da muss ich auch gerade so ein bisschen dran denken. Obwohl Get Out in eine völlig andere Richtung geht, fühle ich mich trotzdem irgendwie an Get Out erinnert. So, das war bestimmt auch mit so ein bisschen Inspiration. Und dann auch, wo wir gerade bei Get Out sind, auf jeden Fall Wir, oder Us, auch Top-Streifen, der mich noch Tage danach beschäftigt hat. Oh, großartig. Zwei gute Filme. Die Beute mag Steine. Ja, das stimmt wohl. Ob man die jetzt im Doppelpack direkt gucken sollte? Das weiß ich nicht. Oh, oh. Vielleicht sollte man sich der... Also schon beide gucken, aber vielleicht nicht hintereinander, weil die sind beide echt, echt verdammt umfangreich so. Da gibt's viel zu denken. Ja, verschiedene Wege jetzt. Achso. Mal M drücken. Tab drücken. Sieht er uns hier? Hi. Tab. Okay, jetzt sind wir am Wegekreuz gewesen gerade. Naja, okay. Drei Wege. Zur Hütte, zum Tippi oder zur Hütte. Also, dass mir ein Bären fallen und so. Wir können das ja nochmal ausprobieren. So. Oh, shit. Ah ja, gut, da steht's auch. Man muss es in den Weg eines Verfolgers legen, eines Jägers. Rechts gedrückt halten. Ja, und dann links. Ja, okay, gut. Das wollen wir ja auch nochmal sehen, ne? Mal gucken, er kommt jetzt hier lang. Ich habe echt irgendwas im Hals gerade, ne? Sehr nervig. Wenn wir die jetzt also hier hinpacken. So. Dann müsste er da, wie der Depp, der ist, natürlich reinrennen, ne? Ah ja, okay, da musst du umschalten, denn ja, verstehe. Verstehe, mal gucken. Ich frage mich auch, ob er denn schreit oder so, und sein Lärm dann andere anlockt. Wir warten hier mal kurz in den Büschen. In the bushes of love. Na? Wie geht er jetzt dran vorbei? Wehe, du bist eben auch da knapp am Busch vorbeigerannt. Also. Okay. Das war jetzt irgendwie recht unspektakulär. Huh. Sind wir irgendwie durch? Nee. Ja, das war jetzt irgendwie doch relativ unspektakulär, muss ich zugeben. Habe ich es vielleicht falsch gemacht? Oh. Rückwärts. Piu! Ist hier ein Busch? Ja, naja. Ist er weg? Nee, noch nicht. Na komm, hau ab. Also treffen tun sie zum Glück nicht so gut. Wie viele Steine? Noch genug. Ah, nee, es bringt uns nichts. Wir müssen warten, bis er... Bläh. Oh. Beigeworfen. Schlecht.
Sayonara! Ach, das ist unsere Ausdauer. Okay, gut. Ich meine, man findet eine Menge von diesen Scraps, um Fallen zu bauen, aber das klappt überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Kann aber auch mein Fehler sein. Dass ich die falsch eingesetzt habe, ne? Das kann alles schon angehen. So, gespeichert. Vielleicht kann man auch hier vor Türen setzen oder so. Das kann natürlich auch sehr interessant sein. Oh nein! Okay, nee, doch. Doch, dann haben wir es doch richtig gemacht. Okay, gut. Dann war das doch richtig. Weil der Jäger eben, der sah ja genauso aus, als er da in die Falle gelatscht ist. Die werden also auch nur kurzzeitig betäubt, ne? Die Falle hat auch keinen Schaden an uns gemacht. Nee, da kommen wir nicht rein. Ist hier denn irgendwo eine Tür? Oder nur vorne? Ist keine Tür irgendwo? Es ist lauter Scrap noch. Gut, wir können sie also wirklich damit, ich sag mal, kurzzeitig um. Kurzzeitig aufhalten, ne? Ja, kurzzeitig bremsen halt. Können wir nicht an dem so vorbei jetzt? Also er guckt so, ne? Aber da ne, kommen wir nicht vorbei. Shit. So, doch einmal auf die andere Seite. Jetzt habe ich noch. Okay, ist weg. Lass ihn gleich aufgeben, ne? Warte mal. Können wir hier irgendwie aufs Dach? Ne. Wer sein könnte. Wo ist denn die Tür? Da. Okay, schnell hier runter. Hier mal gucken. Hm. Ah, was ist denn ein Riesen-T-Shirt, ey? Hier ist nichts drin? Oh. Die, es ist wieder an der Zeit. Equinox ist heute Nacht. Schnappt euch eure Waffen. Wählt ein Jagdgebiet und haltet die Beute fern vom Licht. Lasst die Jagd beginnen. Aha. Aha. Interessant. Aufknacken. Hm? Klamotten hier. Schade, dass wir uns nicht tarnen können oder sowas. Achso, hier findet man. Ah, okay. Hier kannst du also auch eine Map drin finden. Naja. Okay, gut, gut, gut. Oh, 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 oh. Ah, la, 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 la. Ist er noch da? Ja, da ist er noch. Ja, die Map hilft dir, aber das ist ja keine Map. Ist er noch da? Oh, er ist aber noch da. Oh nein. Schnell weg. In den Häusern ist. Oh. Was haben wir hier noch? Was? Ich vermisse die Tage, als wir keine Furcht davor hatten. Ich vermisse die Tage, in denen ich einfach hier sein konnte. Ich vermisse die Tage, wenn Süden meine Richtung war. Ich vermisse die Tage. Ja, wenn die Bäume, als die Bäume mir einen Grund dafür gaben. Okay, es ist. Ja. Mhm. Ich weiß nicht genau. Süden? Von wegen Nord- und Südstaaten jetzt hier oder was? Oder so? Gucken wir, was ist hier noch drin?
Also so ein bisschen Story-Background haben wir. Oh, haben wir also auch. Interessant. Immer mal so zwischendurch. Was gibt's? Oh, ist das ein Bogen? Ja, es ist ein Bogen, aber... Ah, können wir nicht nehmen, oder? Ist das ein Bogen? Ich glaube ja, ne? Aber können wir nicht nehmen. Ne? Ärgerlich. Ich glaube, jetzt haben wir das ganze Haus hier untersucht. Na ja, gut. Dann würde ich sagen... Geht's weiter, ne? Ja doch, das war ein Bogen. Schade, dass wir den nicht nehmen konnten. Weil hier ist auch eine Zielscheibe und sowas. Ich nehme an, hier weiter runter. Ja. Oh. Alles ging schief. Oder alles lief falsch, als wir dem wilden Weg folgten. Jeder hat den wahren Weg verlassen. Überall, wohin man geht, es sind alle nur noch blutdürstig. Jeder gilt Schuld? Jeder Jäger verfolgt seine Schuld? Ich glaube, gilt heißt Schuld, ne? Oder jeder Jäger ist selbst schuld daran? Also scheinbar, also wenn ich das so deuten sollte, dann gibt es wohl auch Leute innerhalb dieser Gruppe, die gegen dieses ganze Jagdritual und so weiter sind. Das war wohl nicht immer so. Ich schätze, da sind wir jetzt gewesen. Oh. Ah. Oh, oh. Ja, das war wohl nicht immer so. Denke ich mal. Oh, ah. Okay, okay, gut, gut. Das Sackgasse. Ja, 37 Minuten, das ist, glaube ich, eine gute Zeit. Ja, genau, wir können nochmal Continue drücken. Also alle sechs, also jede halbe Jahr ist denn halt so eine Opferung, so eine Jagd hier. Interessant. So, zack, jetzt sind wir wieder hier. Wir können jetzt natürlich nochmal weiterlaufen, aber... Exit zum Menü. Hier. Zonen. Ne? Der eine, in einem Brief stand ja auch, wählt euer Jagdgebiet aus. Also ist die Idee scheinbar, mehrere Zonen auch zu haben. Also mehrere Level, nenne ich das jetzt mal, mehrere Maps oder sowas. Das ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Und ich sag mal, wenn sie es natürlich hinkriegen könnten, da einen Map-Editor oder so einzubringen. So, dass Leute ihre eigenen Maps machen können. So, ne, quasi auch, es dürfte ja nicht so schwer sein. Gib den Leuten halt eine gewisse Größe, mehrere Größen vor, mach die glatt, mach die leer, platt so, und dann gib denen halt die Models und Objekte, die du hier, also die Entwickler selber nutzen. Lass, wie zum Beispiel die vorgefertigten Gebäude, vorgefertigte Räume, so ein Kram halt, ne, so, und dann gib denen halt diesen Baukasten und lass die basteln. So, und für die Items setzen, dies, das, jenes, so, und für die Gegner, da kann man ja ein ganz einfaches Wegfindungssystem machen. Patrouillensystem. Setzt den Gegner hier hin, Wegpunkt A, Wegpunkt B und dann zurück zum Startpunkt. Über Wegpunkt B zu Wegpunkt A zum Beispiel. Ne? So, keine Hexerei, keine unmögliche Geschichte, denke ich mal. So, und schon könnte man da schon ein paar sehr coole Maps mitmachen. So, und wenn man denn vielleicht noch den Editor-Leuten die Möglichkeit gibt, hey, ja, ihr könnt auch Notizen hinterlassen und so weiter, wo man da eigene Texte eintragen kann und sowas, dann bumm, schon hat man eine Welle an Equinox-Maps. So, und da würden 100 pro genug Leute drauf aufspringen, weil Stealth-Games sind immer noch super beliebt und hier sowas, ne, so, wenn man da noch ein bisschen Story mit einbringen kann und all so ein Schnick und Schnack und sowas, sehr, sehr, sehr coole Sache, auf jeden Fall. Sehr coole Sache. Da kann man dann mal gucken. So. Ja, muss man mal abwarten, was die daraus machen. Ich bin gespannt. Es ist ein interessantes Spiel. Ne? Die Grundlage ist da, sie können da gut was draus machen.
auch die allgemeine Idee von diesem Menschen werden gejagt, so quasi, ist ja nun, wie gesagt, schon uralt, ne, gibt's ja in zig Filmen, zig Büchern, zig Comics und sowas, Manhunt-mäßig und so weiter und so fort. Aber ist trotzdem im Videospielbereich trotzdem noch immer ein relativ ungenutztes Thema, ne? So, und ja, die haben Möglichkeiten, daraus was richtig Gutes zu machen. Ich bin gespannt. Ich werde es beobachten, wie gesagt. Und wer es mal selber ausprobieren will, unten in der Videobeschreibung, da ist auch der Link zur aktuellen Demo und alles andere, was ihr so braucht. Könnt ihr euch einfach mal angucken. Zack, wir schalten jetzt mal um. So. Ding, ding, ding. Und dann, wenn ihr euch das schon anguckt, könnt ihr auch noch hier unseren Kanal abonnieren. Dann unten ein Like da lassen, einen Kommentar schreiben, was ihr so davon haltet und mich daran erinnern, wie dieser verdammte Film jetzt hieß. Und ich sehe gerade ein anderes Demo, wovon ich einen Snacken durchgemacht habe, das kriegt scheinbar gerade ein 12 MB Update. Ha, das ist ja doof. Habe ich nämlich schon aufgenommen. Das geht auch jetzt gleich online. Interessant. Sollte ich nochmal ein Follow-up-Video dazu machen? Ich gucke mir erstmal an, wie wichtig das ist, das Update. Ja. Wie gesagt, erinnert mich daran, wie der Film hieß. Der Amerikas schlimmster Film oder irgendwie sowas. Der Film, den Amerika nicht sehen will. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie so waren auch die Tech-Lanes. Und ja, das ist vielleicht erst 2, 3 Monate her oder sowas. Wurde zigmal verschoben und so. Ich weiß es gerade nicht. The Hunted? Ja, irgendwie so. Aber ja, so in diese Bresche schlägt das ganze Ding halt. Interessant auf jeden Fall. Und folgt uns auch auf /Blood and Brain, ist auch schön eingeblendet. Oh, hier, YouTube, Twitter, Twitch und so, dann kriegt ihr immer alles mit, was wir treiben, wo wir es treiben, was wir machen und so weiter und so fort. Einfach ein Follow da lassen, dann bekommt ihr, wie gesagt, alles um die Ohren gehauen. Und schaut auch nochmal auf www.totenstadt.com und www.bloodandbrain.de vorbei, weil da findet ihr alle möglichen Infos über unsere Kartenspiele, Totenstadt und Voodoo-Heads, inklusive Regelwerk, Beispielkarten und Demo-Videos. Und ich würde sagen, wir sehen uns als nächstes in einem weiteren Snacken durch, wenn ihr Bock habt. Am Ende des Videos wird ein vorheriges Snacken durch eingeblendet und die Playlist, wo ihr alle anderen Snacken durchs von uns findet, die jetzt gerade sehr geflutet sind mit allerlei aktuellen Demos. Alternativ ist unten in der erste Kommentar, der angepinnte, auch ein Link direkt in die Videobeschreibung. Oder ihr geht einfach zurück in unseren Kanal und da findet ihr natürlich auch alles andere. Minecraft, CNC Remastered, Realms of the Haunting und. Ja, irgendwo da werden wir schon wiedersehen, ne? Also dann, reingehauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!